everything changes. Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS17 auf unserer Testkarte und heute haben wir wieder da ein Sahneschnittchen von Klaas Serion 4000, so ein Geräteträger. Und ich habe das hier mal alles wieder aufgestellt, so wie man das eigentlich erkennt. Hier sind die ganzen Geräte, was wir da eigentlich anbauen können. Ich sage hier von Düngestreuer bis Düngestreuer oder Düngestreuer. So, das hier vorne, das Standardgerät, so sieht er eigentlich aus. Den da hinten haben wir konfiguriert und wir setzen uns am besten mal hier gerade rein. Das sieht doch hier nach gewohnter Manier aus hier. Sehr schön, wir haben IC-Control natürlich. Wir können da natürlich die Tür aufmachen. Wir machen jetzt mal hier den Helfer an. Da können wir Ersatzfelgennarbe. Wo sehen wir denn nachher das? So, muss ich da nochmal drauf drücken, glaube ich. Okay, zeigt er mir aber nichts. Aha, oh, jetzt ist die Narbe da unten. Es sind da keine Schrauben dran und sorry. Wenn wir uns da wieder reinsetzen hier, dann haben wir da draußen hier diese Schrauben eigentlich dran. Ersatz. Aha. Felgennarbe. Jawohl. Gut, was können wir eigentlich noch? Wir können natürlich hier Tür aufmachen. Wir können hier das Lenkrad nach vorne. Wir können, ich glaube, den Luftdruck. Reifendruckanlage müssen wir natürlich auch draußen schauen. Hat er jetzt. Haben sie gerade hier angebaut. Das ist natürlich richtig geil. Können wir gerade den Reifendruck überprüfen. So, was aber noch hier, können wir natürlich hier die ganzen Überwachungsanlagen eigentlich einschalten. Jawohl. Hier unten haben wir noch Menü. Menü, Menü. Geht wahrscheinlich bloß, wenn wir ihn starten, können wir es da wechseln. Genau, und hier ist Fronthydraulik. Fronthydraulik habe ich ja eigentlich gar nicht angebaut. Okay, aber bei den anderen haben wir das angebaut. Hier haben wir natürlich Allradlenkung. Jetzt natürlich nicht mehr, wenn ich nicht drin sitze. Okay, es sieht aber richtig cool aus, das Teil. So, wir bauen doch gerade mal was an, wenn wir schon dabei sind. Machen wir gleich mal hier einen Düngestreuer drauf. Okay, kriege ich gar nicht drauf. Bin ich da nämlich. Muss ich natürlich richtig drunter fahren, ansonsten meckert er da gleich rum. Okay. Auch nicht. Jetzt. Okay, hat er. Dann könnte das natürlich so aussehen hier. Natürlich eine coole Sache. Wir haben da noch verschiedene Setups eigentlich hier mit Reifen und so weiter und so fort. Da sind jetzt Standardreifen drauf. Hier können wir eigentlich Gülle und Gärreste wahrscheinlich auch sprühen. Da haben wir wieder eigentlich ein Düngestreuer. Hier haben wir eigentlich einen Miststreuer. Und hier haben wir eigentlich ja, eigentlich eine Mulde. Können wir eigentlich was laden? Wahrscheinlich alle Dinge. Und hier haben wir wieder Güllefass. Und da können wir eigentlich auch mit sprühen. So wie das hier hinten aussieht, ist das da die Sprühvorrichtung. Okay, den haben wir hier ein bisschen umgebaut. Natürlich, da haben wir mal Zwillingsbereifung drauf gemacht. Das sieht natürlich auch cooler aus. Und da hätten wir jetzt auch diese Fronthydraulik. Da wollen wir doch gerade mal schauen. Klappt da die denn aus, oder was? Aha, warte mal. Fronthydraulik war ja woanders.
Das ja hier diese Felgen-Dingens. Wo war das jetzt schon wieder? Da, genau. Jawohl, denn fährt da eigentlich vorne die Fronthydraulik aus. Und auch hier, oh, bin ich da gerade auf dem Reifen, können wir eigentlich da in den Motorraum schauen. Und das ist natürlich animationstechnisch natürlich richtig geil hier. Das finde ich natürlich cool. So, da können wir vorne noch irgendwas anbauen, wenn wir wollen. Was mich jetzt interessieren würde, wie kriege ich jetzt das Teil hier mit dem Breitreifen eigentlich da drunter? Oder sind die Stempel da eigentlich breit genug, damit ich da mit Breitreifen auch drunter komme? Seht ihr, was ich meine? Genau das. Also muss ich erst das aufladen und dann Breitreifen drauf machen. So, wir fahren mal konfigurieren. Können wir ja mal. Ist ja kein Problem. Aber wir machen mal. Ja, wir fahren hier hin. Egal. So, da gibt es natürlich verschiedene Designs. Ich habe jetzt hier mal das Schwarze genommen. So, jetzt haben wir da natürlich Zwillingsbereifung. Und wir wollen das mal konfigurieren. Jetzt haben wir da Fronthydraulik, das haben wir gesehen. Dann haben wir hier Chiptuning, haben wir 500 PS anstatt 419, habe ich da mal eingebaut. Zwillingsbereifung können wir drauf machen. Standard Breitreifen, Michelinreifen, Zwillingspflegebereifung und Zwillingsbereifung. Wir machen mal hier Michelin. Felgenfarbe lassen wir so, aber wir wollen hier mal die Design. Machen wir mal bloß Black. Konfigurieren. Jawohl. Okay. Dann sieht das gute Stück eigentlich immer noch schwarz aus. Hat jetzt Breitreifen drauf. Und sieht eigentlich immer noch cool aus. So. Was können wir denn noch? Was hat es denn noch für Designs? Wir können ja eigentlich noch die Designs und die Reifen müssen wir uns noch ein bisschen besser anschauen. Michelin, alles klar. Haben wir. Wir achten mal hier auf das Reifenmuster, ob sich das jetzt denn natürlich ändert. So, konfigurieren wir das mal. Machen wir mal Zwillingspflegebereifung. Ändert sich das natürlich sowieso. Breitreifen machen wir mal. So, Red. Da bin ich ja mal gespannt. Wow, jetzt ist das Teil rot. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Jetzt haben wir hier, ja. Also steht einfach nicht mehr Michelin drauf. Ansonsten sind das eigentlich so die gleichen Reifen, aber in Rot sieht er eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich mal sagen. So, können wir da eigentlich verschiedene Designs vom Fahrzeug eigentlich wählen? V2 springt er da natürlich wieder rum, auch schön. So, komm schon. Was kennen wir noch? Was gibt es noch außer Rot und Schwarz? What? Okay, das wäre weiß. Warum er jetzt auf dem Boden liegt, weiß ich nicht. Vielleicht hat er gedacht, oh scheiße, weiß, das ist nicht so mein Ding. Okay, kann ja mal passieren. Umgekippt. V2 in weiß. Bleibt da immer noch liegen. Schade. Das ist aber schon. Letzter Zeit fallen mir da alle Fahrzeuge um. So, was haben wir noch? Basis. Basis haben wir eigentlich schon. Ja, sonst gibt es da eigentlich weiter nichts. Das Ding fährt 50 km/h. So, ich glaube, wir gehen hier raus und gehen dazu. Können wir nichts machen, der liegt da einfach. Okay, lassen wir den da liegen. Wir fahren mal hier mit dem Teil. Natürlich hier mit dieser Reifendrucküberwachung. Natürlich richtig cool. Der klingt natürlich auch cool. Beleuchtung an und dann können wir hier eigentlich los. Und wir können natürlich auch hinten noch was anhängen. Also wir haben da noch Anhänge technisch, können wir da natürlich noch was mitnehmen. Und
die Allradlenkung sollten wir doch dann rausmachen und wir sollten auf jeden Fall hier das Lenkrad runter machen, weil so kann ich gar nicht lenken. Hier oben können wir noch die Sonnenblende machen und das Radio noch ausschalten. Und weiß nicht, ob wir noch eine Dachluke haben. Klimaanlage müssen wir natürlich anmachen. So, da haben wir weiter nichts. Hier, das wollte ich eigentlich noch schauen. Jetzt da Warntafeln dran oder waren die vorher auch schon dran? Ne, da machen wir eigentlich noch Warntafeln dran. Das ist natürlich cool. Man achte jetzt hier hinten, kommt jetzt nachher eine Warntafel noch dazu. So, haben wir. Okay, fahren wir mal weiter. Jetzt müsste ich gerne noch wissen. Warte mal. Allradlenkung. So, genau. So können wir mal die Allradlenkung ausschalten und können da eigentlich vernünftig fahren mit dem Teil. Und gibt da hoffentlich nicht um. So, 50 km/h, bergab schafft er das natürlich. Vorne mit der Leiter macht mir da ein bisschen Angst, aber unten ist die eigentlich hier so mit Gummis angemacht, falls wir da irgendwo hängen bleiben. Genau, würde das eigentlich da umklappen. So. Richtig cool sieht es aus. So, wir wollen doch auch mal schauen, wie es von innen aussieht. Jetzt haben wir natürlich die Sonnenblende runter gemacht, sehen wir natürlich nichts. Machen wir mal wieder hoch und dann sehen wir da auch die ganzen netten Frauen, die hier rumlaufen und können da natürlich auch ordentlich hupen. Wer denn mit so einem Gerät hier vorbeifährt, hat auf jeden Fall die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also ich finde es cool, ein richtig cooler Mod. Ich werde das natürlich verlinken und dann Video wie gewohnt. Gibt es bei Mod-Hoster, könnt ihr selber auch schauen. Und ja, das wäre es eigentlich schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis denn dann.